Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Ich habe den Secret Exit hier in Welt 7.5 gefunden. Und, ach so, da lang. Ich hoffe mal, dass das nicht riskant wird. Ja, und, ich habe schon gedacht, ich schwebe wie ein Super Mario Maker einfach darüber. Tja, und er war tatsächlich in der Röhre, wo ich im letzten Part eigentlich schon nachsehen wollte. Aber mich wundert gerade etwas. Ich habe ja die letzte Starcoin in dem Level gar nicht gefunden. War die doch nicht beim Secret Exit? Also wir haben ja hier im letzten Part schon den Secret Exit, also diese Röhre, wo ich vermutet habe, dass er drin ist. Da bin ich jetzt auch reingegangen. Im letzten Part hat scheinbar ja einfach nicht genommen. Also ich habe da ja nach oben gedrückt, um in die Röhre reinzugehen. Schaut euch den letzten Part an. Und tatsächlich, da war der Secret Exit drinnen, aber mich wundert es gerade voll, dass da gar keine Starcoin war. Wo waren diese Starcoin? Okay. Gut. Bin aber auf jeden Fall froh, dass wir den neuen Schalterpalast gefunden haben. Ist, glaube ich, schon der letzte. Zumindest war es in Super Mario World so. Jetzt komm schon. Na, Mann. War ein bisschen zu langsam. Ich hätte das alles vorher aktivieren sollen. Okay, ein 8-Bit-Kugel-Billy aus Super Mario Bros. 3. Ah, und Hammerbruder Mario, oder? Ja, Hammerbruder Mario. Den haben sie ja hier in New Super Mario Bros. Wii auch richtig gut umgesetzt. Na bitte, der letzte Schalterpalast. Damit könnten wir rein theoretisch Yoshis Haus, ganz am Anfang des Spiels, mit allen Exits gehen, aber nee. Gut, ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, weil wo war die Starcoin? Ich würde mal vorschlagen, die machen wir in dem Part nicht, sondern wir machen jetzt weiter mit Spin Top Nebula. Hier in dieser wunderbaren Weltraumwelt. Und die Bego-Männer sind wieder dabei. Ja. Okay, ein Autoscroll-Level, wie sehr ich sie liebe. Ja, die Bego-Männer aus Super Mario Galaxy. Ich frage mich immer noch, wie haben sie die importiert? Also bei Hex ist es ja meistens so, dass sie Grafiken importieren und die über andere Gegner drüber, ja, modellieren. Aber bei denen hier geht das ja nicht, oder? Mein Gott, die Schwerkraft hier. Übrigens einer meiner Abonnenten. Das ist aber unfair. Das war aber jetzt echt gerade unfair, dass ich da abgestürzt bin. Übrigens nicht wundern, falls ich gerade leise war. Ich bin sicher, ihr wisst alle, wenn ich so leise bin, dann war immer ein Hintergrundgeräusch, was ich rausschneiden muss. Boah. Ja, die Schwerkraft hier macht es einem natürlich nicht ganz einfach. Obwohl man sagen muss, dass wenn man im freien Weltall schwebt, so wie Mario hier, wie kann ich denn den hier runterbocken? Einfach so? Nee, ich sollte besser jetzt nichts riskieren. Ich meine, der tut mir auch gar nicht viel, außer dass er schön im Weg herumsteht. Naja, einer meiner Abonnenten hat mir übrigens gesagt, dass die Musik hier in diesen Weltraumleveln aus Super Paper Mario wäre. Da gab es ja auch so ein Level, der, oder ein Kapitel, ja, damals war Paper Mario noch im, wie soll das gehen? Los! Da brauche ich einen Propellerpilz, oder? Anders kann das doch gar nicht gehen. Dann auf gut Glück! Okay, gut, den. Obwohl, ja, ich trottel. Mir fällt gerade ein, ich weiß ja eh, wo die letzte Starcoin ist. Ich habe sie ja gerade eben gesehen in dem vorigen Level, meine ich. Mein Gott, Gedächtnislücke. Dazu brauchen wir ja den blauen Schalterpalast. Ich meine, wir haben ja die Blöcke. Das war eh da. Schau euch den letzten Part an. Boah, der letzte Part ist auch schon wieder so lange her. Es ist ein. Damit wird's auch geben. Mit der Eisblume hätte ich diesen Spark da, oder wie er hieß, dieser Gegner da einfrieren können. Damit hätte ich auch ihn hier einfrieren können. Aber ich behalte jetzt den Propellerpilz hin. Das war, glaube ich, mein letzter, oder? Boah, ich bin heute echt ein bisschen hirnschusselig, denn ich meine, nicht mal das habe ich mir gerade gemerkt. Naja. Aber wie man sagt, das hier ist nicht Super Paper Mario, die Musik. Dann müsst ihr euch irren, denn ich habe mir die Musik von Super Paper Mario neulich nochmal angehört auf YouTube und ganz klar, das ist hier nicht Super Paper Mario. Diese Weltraummusik in Super Paper Mario, die war episch. Die hier ist eher so entspannend. Ja, Super Paper Mario, sehr schönes Spiel. Werden wir wahrscheinlich noch dieses Jahr Let's Playen, wenn Paper Mario Color Splash draußen ist. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment ein paar Schwierigkeiten mit den Wii-Projekten. Also jetzt nicht Wii U, sondern die alten Wii-Projekte. Die nehme ich ja immer von der wirklich alten Wii wortwörtlich noch auf. Also nicht von Wii U und ich glaube, von der Methode muss ich mich. Achso, das ist ein Bonusbereich. Ich habe gedacht, hier ging es weiter. Dann machen wir mal, dann arbeiten wir uns hier mal schön nach oben. Wehe, wenn da oben eine Starcoin auf Zeit ist. Aber ich glaube nicht, oder? Was soll denn das hier? Das war ja ein völliger Umsonstbereich. Wo bin ich jetzt gelandet? Achso, ich denke mir, ja, das ist derselbe Bereich hier. Okay, okay, gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe im Moment ein paar Probleme mit diesen Wii-Projekten. Muss ich ganz ehrlich sagen.
ja, weiß nicht, diese Qualität und das, die Aufnahmemethode. Also ich nehme hier das ja mit so einer HD-Box im Schlafzimmer meiner Eltern auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, da ist alles so unordentlich. Ich kann da nicht gut aufnehmen. Die Videoqualität, die ich mit der Wii über diese Box zusammenkriege, ist auch ziemlich doof. Und ich bin mit dieser Aufnahmemethode hier jetzt im Rückblick gar nicht mehr so zufrieden. Jetzt wohl. Früher habe ich die Wii U-Projekte ja auch so aufgenommen. Aber mittlerweile, seit ich den neuen PC habe, hat sich das sehr geändert. Und jetzt komme ich halt durch diese Veränderung mit dieser Aufnahmemethode hier und auch durch diese Qualität, durch die Wii-Projekte irgendwie nicht mehr klar, muss ich sagen. Ne, wirklich. Irgendwie. Ich werde mich davon von dieser Methode. Ich werde da was Neues ausprobieren, nämlich zum einen habe ich mal... Nein! Mein Propellerpilz! Das war unfair! Wieso stoße ich den Block dann eigentlich an? Ich suche gerade fieberhaft nach einer Ausrede. Ach so, so könnte ich die hier runterstoßen. Die Bego-Männer. Wie haben sie die echt importiert, wenn ich fragen darf? Die kann man doch nicht so wie die Shy Guys einfach über die Kumba-Palette oder so drüber tun. Die müssen ja richtig neu erstellt worden sein. Mit diesem Regi-Editor. Ja, Regi, wer ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Es gibt ja übrigens jetzt den Iwata-Editor, mit dem man New Super Mario Bros. U Hacks machen kann. Ist ja übrigens, ja, das Newer-Team braucht Hilfe, sagen wir es so. Bei New Super Mario Bros. U habe ich ja schon kritisiert, dass, dass es keine neuen Grafiken mehr hat. Und das will das Newer-Team jetzt beheben. Das heißt, es ist scheinbar nicht nur mir ein bisschen negativ aufgefallen, sondern auch einigen anderen. Gut, dass ich die Feuerblume habe. Ich bin sicher, hier hinten ist die letzte Starcoin. Dann holen wir eben die Starcoin in dem vorigen Level auch noch nach. Ich bin sicher, hier hinten ist sie, oder? Oder auch nicht. Dann eben wieder zurück. Nein, Mario, das übersteht er. Ja, das übersteht unser Klempner. Aber Moment mal, wenn hier kein Secret ist, werde ich ihn dann bitte diese Bego-Männer darunter boxen. Was zum... Da unten! Da unten! Wow! Der Sprung muss sitzen. Ja, das war mein Sprung. Hätte besser gehen können, aber egal. Und ich werde es mal probieren, über die Wii U aufzunehmen. Aber bei der Wii U gehen halt zwei Probleme. Erstens, oh je, das ist so jetzt ähnlich wie in Yoshi's Island. Jetzt! Nein! Ja, da gab es in Yoshi's Island in einem der ersten Level auch so einen ähnlichen Bereich. Sag bitte, ich hatte einen Checkpoint. Bitte, bitte. Das wird halt. Das hätten sie schon ein bisschen besser machen müssen hier. Okay, jetzt bin ich durch die eine Sache ein bisschen durcheinander gekommen. Also, gerade eben habe ich ja noch geredet über. Pilz. Ja. Habe ich ja noch geredet über. Das Newer Team, also die brauchen ja jetzt Grafikdesigner für Newer Super Mario Bros. U. Moment mal, sag bloß, ich kann auf die draufspringen. Mir kam es gerade nicht so vor, als hätte ich groß Schaden genommen. Das wäre dann aber ein bisschen schlampig programmiert. Auch diese Geräusche, unglaublich, das sind echt professionelle Hacker am Werk. Aber das Newer Team braucht Hilfe. Ich würde mich ja dafür anbieten, aber ich kann nicht programmieren, geschweige denn Grafiken designen. Was ist jetzt schwerer? Ja, ich wollte ja schon mal mich bereit erklären, fürs neue Paper Mario mitzuarbeiten, sei es um eine Story zu schreiben oder Partner zu entwerfen. Ja, programmieren kann ich natürlich nicht und will ich auch ehrlich gesagt nicht können. Ich bin halt eher so der kreative Kopf. Also wenn ich wirklich eines Tages bei Nintendo arbeiten würde, dann wäre ich so der Ideengeber. Ah, deshalb sind diese beiden Blöcke da unten dann ja so komisch. Naja, ich wäre eher so der kreative Kopf. Also ich würde... Wenn schon, dann nicht programmieren für Nintendo, sondern halt bei Nintendo Ideen geben, versteht ihr? Zum Beispiel, ja, Paper Mario NX, sage ich jetzt mal, muss wieder Partner haben oder New Super Mario Bros. NX soll sich zu den newer Teilen orientieren. Sowas würde ich bei Nintendo machen, würde ich zumindest wollen. Steht ja alles in den Sternen geschrieben, in diesen Sternen hier vielleicht. Kann man ja nicht wissen. Wie, ich komme da jetzt nicht hoch. Oh, pff. Mario springt doch ein bisschen höher. Ja, im Weltall gelten halt andere Gesetze. Aber ich finde die Welt hier immer noch richtig schön innovativ. So. Und schnellstens weg hier. Ich sagte schnellstens weg hier. Naja, aber wie gesagt. Ich kann da einfach so über die drüber springen.
Naja, aber wie gesagt, programmieren kann ich nicht. Aber ihr seht, an diesem Hack, es gibt Leute, ernsthaft, langsam regt es mich ein bisschen auf. Aber ihr seht, an diesem Hack, es gibt Leute, Fanleute, also nicht Programmierer von Nintendo. Es gibt sehr wohl Leute, die einfach privat richtig gut programmieren können. Die haben halt nicht das Hobby Let's Playen, sondern ihr merkt, was die als Hobby haben. Und mein Hobby ist quasi, deren Hobby zu zeigen. Versteht ihr? Deren Werk, was aus ihrem Hobby hervorgegangen ist. Ich meine, die nehmen ja auch kein Geld dafür. Wenn ich Nintendo wäre, hätte ich ehrlich gesagt diese Newer-Programmierer schon längst eingestellt. Ich meine, schaut euch das nur mal an. Wenn Fans sowas zaubern können, dann finde ich auch, dass sie da mal New Super Mario Bros. NX machen können. Ja. Ja. Also was diese Fangames oder Hacks und wie sie alle heißen, mittlerweile drauf haben. Es gibt ja auch ein Metroid 2 Remake für den PC. Das wäre nicht klug. Gibt ja auch ein Metroid 2 Remake, so als Fangame online und so. Hat Nintendo aber sperren lassen. Muss man dazu sagen. Nintendo hat was gegen dieses Metroid 2 Remake. Und verkaufen dennoch weiterhin schön Metroid Prime Federation Force, was kein Schwein haben will. Aber ich habe jetzt, als ich Metroid Federation Force auf der Game City neulich gezockt habe, muss ich sagen, so schlecht ist es nicht. Na gut, ich habe noch nie ein richtiges Metroid-Spiel gezockt, bis halt den Ultimate NES Remix. Da haben wir das erste Metroid fürs NES mal angezockt, aber... Ja, und ungefähr so spielt sie halt dieses Remake von Metroid 2. Metroid 2 war, glaube ich, ein Gameboy-Spiel und davon haben Fans jetzt halt so eine Art HD-2D. Also HD- und 2D-Remake. Halt, online... downloadbar, also PC, ihr versteht schon, was ich meine, oder? Fangames, hallo! Was es da an Fangames gibt, ist echt erstaunlich. Da gibt es ja Paper Mario 3D Land. Das war, glaube ich, so im Allem, als Paper Jam angekündigt wurde, wurde das programmiert, oder? Sozusagen, ja, Nintendo macht das Crossover zwischen Mario und Luigi und Paper Mario. Und wir Fans machen das Crossover zwischen Paper Mario und den 3D Mario Teilen. Ja, war eine ganz nette Idee, aber ja, ich Let's Play es nicht, weil es halt nicht ganz legal ist. Wehe. Ja. Guck, das schaffen wir. Das soll wohl ein Witz sein, jetzt schaffe ich das schon. Puh, ich sitze stundenlang in meinem Level. Und ich habe keinen Propellerpilz mehr. Das ist ja ganz große Klasse. Langsam nervt mich echt diese blöden Sparks oder wie sie heißen. Naja. Gut, und ja. Paper Jam war ja letztendlich gar kein Crossover, muss man sagen. Ein Crossover hätte Graf Klickwitz oder Crucius oder Krankfried oder Antasma oder Luke Miller oder die Schwoops oder Kubrina oder weiß Gott wen drin gehabt. Aber Paper Jam hat einfach nur richtig... Das war Kacke, muss ich sagen. Ich hasse Paper Jam. Ich hasse es abgrundtief. Mario und Luigi und Paper Mario sind so geniale Serien und das Crossover dann wurde so... in den Dreck gezogen, kann man schon fast sagen. Naja, Color Splash, was wir im Moment Let's Playen, ist wieder besser. Aber ich sag's immer wieder, Nintendo muss das alte Paper Mario zurückbringen. Sie können ja sozusagen so abwechslungsreich machen. Für jede Konsole gibt es zwei Paper Marios. Eines so im Sticker-Star-Style und eines so im Legende vom Millionentor-Style. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre doch mal was. Hat eh schon mal einer geschrieben. Das ganze, diese ganze Sticker-Star Color Splash Sache als separates Franchise und keine, und es gäbe keine Hater. Weil es dann halt auch noch das, unter Anführungsstrichen, richtige Paper Mario geben würde. Das wäre auch, da wäre auch Miyamoto damit zufrieden. Ich meine, wenn Miyamoto will ja unbedingt, dass dieses echte Paper Mario ausstirbt, muss man ja sagen. Ich weiß nicht, was er gegen Paper Mario 1 und 2 hat, aber er hat schon die Idee gebracht, Super Paper Mario in einem Jump'n'Run zu verwandeln und dann wollte er auch noch das, das nächste, was halt wirklich schon wie ein richtiges Paper Mario aussah. Ich meine, es gab ja so eine Beta von Paper Mario 3Ds, wo so ein Kettenhundpartner und ein Monty Maulwurf König zu sehen waren. Mensch, wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Und was kam? Sticker Star. Ein Spiel, was
Na gut, schlecht ist es nicht, das muss man sagen. Also Sticker Star ist kein schlechtes Spiel, aber ich finde halt Sticker Star ist das, was Paper Mario 3D Land, dieses Fangame, versucht hat nachzusymbolisieren, denn das hat mich schon teilweise sehr stark am... Oh Gott, so. Wehe. Wow, endlich, Halleluja. Level geschafft, ich bin froh. Ich bin sehr froh. Okay. Aber die Musik, ich frage mich immer noch, woher stammt die Musik hier? Naja, aber was Fans ohne Nintendos Hilfe zaubern können, ist echt erstaunlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie das ja... Andere Richtung, ich möchte zu dem Toadhaus. Und wenn man ja bedenkt, das machen sie ja freiwillig. Nee, die nehmen kein Geld dafür, wie die Leute, die uns Sticker Star und Paper Jam eingebrockt haben. Ihr merkt, Fans ohne Bezahlung liefern sowas Gutes, während die Nintendo-Programmierer sowas wie Sticker Star und Paper Jam liefern. Na gut, ich möchte jetzt nicht Nintendo... Ich habe immer noch gedacht, wir hätten hier so diesen Weltraumeffekt. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil ich halt geglaubt habe, ich könnte einfach so hochspringen. Naja, Paper Jam, das wird jetzt hier voll ungewohnt, die normale Mario-Steuerung, weil wir jetzt gerade eben halt die ganze Zeit dieses Weltraumteil hatten. Gab's denn Super Paper Mario auch? Super Paper Mario und Color Splash sind halt teilweise... Nein! Super Paper Mario und Color Splash sind gute Spiele, muss man sagen. Könnte ich nochmal probieren? Könnte ich nochmal probieren? Ist mir jetzt egal. Nee, probieren wir es ohne Item. Ich habe leider kaum noch Items. So, jetzt holen wir hier erstmal die Starcoin nach. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wo wir den Part gestartet haben. Ja. Es gibt so viele geniale Köpfe, die sowas hier zaubern. Und dennoch hocken bei Nintendo irgendwelche Typen, die... Na gut, ich will ja jetzt nicht sagen, dass... Mir kommt es halt so vor, Mario wird in den Dreck gezogen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich will ja auch jetzt die Nintendo-Programmierer nicht kritisieren. Ich meine, Color Splash war jetzt schon wieder richtig gut, auch wenn ich es noch bei weitem noch nicht durchgespielt habe. Aber ich freue mich auf die neuen Welten. Aber ich denke mir da halt, Mario wird immer schlechter, während die anderen Franchises von Nintendo immer besser werden. Kirby Planet Robobot war ja richtig genial. Zelda Breath of the Wild wird gehypt bis zum geht nicht mehr. Pokémon Go. Oh Gott, davon darf ich gar nicht erst anfangen, was das für ein Hype hat. Dann natürlich Metroid kann man nicht zählen, das wird ja in der Allgemeinheit auch gehatet. Dann Fire Emblem gab es einen neuen Teil, der sehr beliebt war. Aber Mario lässt halt so nach. Ist euch das aufgefallen? Sticker Star, Paper Jam, die New Super Mario Bros. Teile. Da freut man sich doch gleich, wenn sich ein paar Fans, die sich das auch nicht mehr mit anschauen können. Da oben in dieser Röhre geht es zum Secret Exit übrigens und hier unten geht's zur Starcoin. Ja. Oder sagen wir mal. Gehen wir den Weg wieder. So, jetzt haben wir alle Schalterpaläste, oder? Mich wundert's halt, Nintendo weiß ja, glaube ich, was die Fans haben wollen und trotzdem machen sie erstmal Sticker Star und Paper Jam. Mich wundert's halt, denn. Alle wollen ein Paper Mario, das so wird wie die Legende vom Millionentor, was ja ganz klar das Beste ist. Und trotzdem machen sie alles, um irgendein anderes Paper Mario zu machen. Super Paper Mario, Sticker Star, Color Splash. So, dann mal hier oben weiter. Starhaven. Moment mal, ich habe eigentlich gedacht, das wäre eine Anlehnung an Super Mario Galaxy, diese Bäume. Aber sag bloß, das ist eine Anlehnung, wo wir gerade von Paper Mario reden. Das ist Mario und Luigi Partners in Time Musik. Ich liebe diese Musik, die ist so traurig. Und diese Bäume hier, Starhaven, das ist doch ganz klar eine Anlehnung ans allererste Paper Mario. Da reden wir gerade eben von Paper Mario und da kommt auf einmal wieder sowas. Wir hatten ja hier in dem Spiel überraschend oft Elemente aus Paper Mario 64. Ich finde immer noch Paper Mario 1, also das allererste fürs N64, sollten es remaken in toller Color Splash Grafik, aber halt mit einem anderen Titel. Nicht Paper Mario HD, ganz im Gegenteil. Sie sollten da einen Namen geben, wie zum Beispiel, ja, was könnte man da nehmen? Also Sticker Star, Color Splash und halt die Legende vom Millionentor sind ja alles drei richtig schöne Namen.
Und ich finde, so einen Namen sollte man dann bei dem Remake von Paper Mario 1 auch geben. Ja, ich weiß, die Petition, die ich unterschrieben habe, ist für ein Paper Mario 2 Remake, aber ich würde mir halt immer noch wünschen, dass das erste geremaked wird und das jetzt mehr verdient, würde ich nicht sagen, aber es ist jetzt eher nötig. Paper Mario 2 ist klar besser, aber Paper Mario 1 war grafisch halt nicht so gut, im Gegensatz zu Legende von Meiontor. Und das wäre schon angemessen. Das ist ja doch eine Anlehnung. Star Haven, das ist doch der, wo die hohen Sterne, ja, Paper Mario 1 haben wir auch schon Let's Played. Ist jetzt schon ein Weilchen her und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es nochmal Let's Playen, weil das alte Let's Play halt einfach besser geht. Und ich liebe Paper Mario 1 so sehr. Es ist ein richtig schönes Spiel. Da kann auch Color Splash und Super Paper Mario nicht mithalten, obwohl die zwei auch ihre Eigenheiten haben. Auch wenn Super Paper Mario diese tolle Story hat, finde ich Paper Mario 1 dennoch besser. Diese Story mit Gumbario. Na klar, Paper Mario 2 ist noch besser, aber ich mag halt das 1 einfach so sehr da. Ach so! Ich ärgere mich da die ganze Zeit herum. Ja, ich liebe Paper Mario 1 einfach nur. Und der Star Haven war ja in Paper Mario 1 der Ort, wo die hohen Sterne, die man ja während dem Abenteuer retten musste, gewohnt haben. Der Sternenhafen. Und die Musik ist halt aus Mario und Luigi Partners in Time. Das haben wir auch dieses Jahr Let's Played. Das aber in richtig schöner Qualität. HD. 16:9. Und beste Mikrofonqualität. Also davon wird niemals ein Let's Play again von meinerseits kommen. Weil das einfach dieses Jahr ein sehr schönes Let's Play war. Die Musik war eigentlich vom Sternenhügel aus Mario und Luigi Partners in Time. Der Soundtrack ist mal wieder sehr stark geremixed, muss man sagen. Also ich musste gerade eben, wie ihr mitbekommen habt, lange überlegen, um rauszufinden, was ist denn das? Moment. Ja. Mario und Luigi Partners in Time, oder wie es auf Deutsch heißt. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Jetzt haben wir den ganzen Party über diese beiden Franchises geredet und dann kriegen wir hier so einen tollen Level, der bald beschrieben auch ein Crossover der beiden Serien ist. Haben die damals gewusst, dass Color Splash die sicherste Richtung fortführen wird? Ich meine, der Hack stammt von 2013. Ich bin sicher, im Newer Team arbeiten auch einige Paper Mario Fans und die haben sicher nicht vorhergesehen, dass Paper Mario in diese Richtung abdriftet. Ich sage immer wieder gerne, was gebe ich dafür, dass das alte Paper Mario System wiederverwendet wird. Auch wenn Color Splash so gut war, es ist nicht das, was Paper Mario eigentlich ist. So, Starfruit Garden. Mal wieder so ein, ja, der Sternenhafen eben in Paper Mario 1. Die hohen Sterne. Paper Mario 1 hatte ja die Story. Man hätte dem echt einen anderen Namen, das stört jetzt. Ich meine, es war ja damals nicht geplant, dass sich das zu einer gesamten Serie entwickelt, die dann letztendlich nicht mal mehr eine RPG ist, ein richtiges. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ich finde, man sollte Paper Mario 1 einen anderen Namen geben, wenn ein Remake kommt. Und ich hoffe, für NX wird es ein Remake geben. Nintendo muss doch mitkriegen, dass diese Color Splash Stickerster Richtung nicht so beliebt ist wie die Paper Mario 64 Äonentor Richtung. Die Super Paper Mario Richtung ist eigentlich auch ganz beliebt, überraschenderweise. Ich fand jetzt die Super Paper Mario Richtung nicht so gut, muss ich sagen. Story-technisch ist die Super Paper Mario Richtung gut, aber Gameplay-technisch will ich nie wieder ein Super Paper Mario, denn wir haben genug 2D-Jump-Runs von Nintendo. Naja. Also Nintendo muss auf die Fans hören, sonst wird die NX kein Schwein kaufen. Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, was NX überhaupt ist. Das ist ja das Beste. NX, da gehen schon die wildesten Gerüchte in der Gerüchteküche um. Und nichts davon hat Nintendo bestätigt. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Wenn die das jetzt ankündigen, haben Sony und Microsoft das gleiche Teil zum Release von der NX auch schon am Markt. Ja. Warum sie den Release denn noch so rauszögern? Stört mich nicht, dass die NX... ich kann das verstehen, dass sie das geheim halten. Also regt ihr nicht auf. Ich habe da schon dutzende Videos gesehen, wo sie Nintendo richtig gehatet haben, nur weil sie das Teil nicht vorstellen. Denkt doch mal, was das für eine wirtschaftliche Katastrophe wäre, wenn die das jetzt schon vorstellen würden. Na gut, die Wii U haben sie jetzt nicht nachgebaut, also Sony und Microsoft. Es gab keine PlayStation U und keine Xbox U. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Naja, aber für NX wird es sicher ein Paper Mario geben. Und bitte keines im Color Splash Stickerstar Style, keines im Super Paper Mario Style. Ips Äonentor-Style. Das würde jeder Paper Mario-Fan sich wünschen. Also warum macht ihr es nicht? Ich habe jetzt gerade die Sackhörner da oben übersehen.
Ja, und diese türkisen Bäume da im Hintergrund im Weltall, das ist echt der Sternenhafen. Hätte mir klar sein müssen. Ich habe halt gedacht, das soll eine Anlehnung an Super Mario Galaxy sein, aber nein, das ist Paper Mario 1. Wie würde ich Paper Mario 1 nennen, wenn ich dem Spiel jetzt, meine, damals, als das Spiel erschienen wurde, produziert wurde, meine ich. Damals haben ja alle noch gedacht, es würde Super Mario RPG 2 heißen. Haben sie dann letztendlich umbenannt, weil Square ja nur noch für die PlayStation entwickeln wollte. Die wollten ja unbedingt schöne DVDs und Raubkopien haben. Was Nintendo ja dann verhindert hat mit ihren Kassetten und GameCube Minidiscs. Was dann aber auch ein bisschen die Verkaufszahlen von N64 und GameCube runtergezogen hat. Egal, ich denke mir ja noch, da oben muss ich irgendwie hin. Aber wie? Ich weiß gerade gar nicht, ist die Musik hier immer noch Partners in Time? Irgendwie muss ich da hoch, aber wie? Nö, jetzt höre ich wieder raus, das ist Partners in Time. Die Musik rollt echt zu Tränen, ihr wisst ja, Partners in Time war mein allererstes RPG. Auf dem DS damals. Es hat jetzt auch nicht, muss man sagen, jetzt auch nicht so eine intensive Story, wie zum Beispiel Superstar Saga, Abenteuer Bowser und Dream Team haben. Aber dennoch, es ist ein sehr schönes Ich habe keinen Propellerpilz mehr. Ich muss mir dann wohl oder übel einen kaufen. Oder? Da muss es doch noch einen anderen Weg geben, oder? Ich kann auch gar nicht... Mir fällt gerade auf, ich kann ja hier gar nicht so gut wechseln zwischen den Welten wie im Original. Da brauche ich immer diese Röhren. Naja. Paper Mario 1, wir werden es irgendwann wieder let's playen, weil ich einfach will! Ich will jedes Paper Mario in einer vernünftigen Qualität haben auf meinem Kanal. Weshalb ich auch ehrlich gesagt Paper Mario 2 nochmal let's playen werde. Das auch. Muss ich ganz ehrlich sehen. Ich bin mit dem Legende von Millionentor Let's Play, was wir dieses Jahr hingebrettert haben, einfach nicht zufrieden. Das war nicht gut genug. Dieser Mikrofonwechsel zwischendrin. Das erste Mikro war kacke und das zweite. Auch diese Bildschirmqualität geht jetzt mit dem neuen. Ach so, so geht das. Das geht jetzt mit diesem neuen PC, den ich mittlerweile habe, wesentlich besser. Wir werden Paper Mario 1 und 2. Ich möchte ja halt jedes Paper Mario, weil das halt einfach meine absolute Lieblingsreihe ist, in vernünftiger Qualität haben. Super Paper Mario werde ich dann übrigens von der Wii U aufnehmen, damit ich halt nicht mehr diese etwas schlechtere Qualität von dieser Box, die ihr hier gerade seht, benutzen will. Super Paper Mario wird auch in einer vernünftigen Qualität da sein. Color Splash läuft ja gerade in einer super vernünftigen HD-Qualität. Sticker Star, weil sie allerdings... Sticker Star ist ganz klar das älteste Paper Mario Let's Play von mir. Aber ich finde Sticker Star jetzt auch nicht so gut, dass ich davon jemals eine Again machen müsste. Wisst ihr was? Wir machen diesen Turm. Oder dann wäre der Part aber schon zu lange. Naja, aber ich fand diesen Star Haven hier gerade den Sternenhafen richtig gut. Aber Paper Mario 1 mit der schönen Hintergrundmusik und so. Naja. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mir jetzt genug die Seele aus dem Leib gequasselt. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.